Willkommen hier zurück in meinem Raumschiff und ich werde hier wieder gefragt, aber ich habe immer noch keinen Bock drauf. Ja, okay. Der tägliche Tribut sind hier Gabe der Lotus auf deinen nächsten Platinumkauf. Weniger als 75%. Okay, bla bla bla. So. Ah, okay, hier ist ein Text anscheinend, würde ich jetzt. Ich kann anscheinend inzwischen chatten, ja. Genau, und wir widmen uns jetzt gleich dem Schmiedesegment. Foundry restored. Here, the operator will craft many powerful weapons and tools to exact revenge for dismantling me. To expand your arsenal. Oh no. Operator, our component storage has been looted as well. Typical Corpus. Sure, the blueprint is free, but jack up the components. Operator, we will need resources in order to build the countermeasure blueprint. Alles klar. Ja, so sieht dann sein. I've just received a very explicit message from your ship, Zevlon. If you're looking for resources, why didn't you just say so? I know just the place, but I demand an apology. My mother is no gymnast, and she would never eat those things. You can go straight to operator. I am sorry. Wow. You may want to get a new ship, Zevlon, when you can afford it. That one seems glitched. I've marked your navigation with a place I know. It's good for resources, if you can stand the cold. Alles klar, so sieht dann die Schmiede aus und hier wird gezeigt, was wir alles brauchen. Ferrit haben wir anscheinend genug. Luftunterstützung Ladungen. Okay. Ascaris Negator. Entfernt die Ascaris sicher von deinem Warframe. Okay. Alles klar. Wir verlassen das aber jetzt erst einmal. Ich wende mich hier schnell dem Arsenal zu. Arsenal zu. Okay, nein, das wollte ich jetzt nicht. Sondern um hier Verbesserungen eventuell. Einzubringen, sofern dies möglich ist. Klar, Umlenkung, was mir 40 plus 40% Schildkapazität bringt, habe ich jetzt erstmal eingebaut und hier unten ist K, also entweder plus 3% Fähigkeitsdauer oder plus 3% Fähigkeitsstärke und ich werde die Fähigkeitsdauer erweitern. Ja, alles klar. Hier kann ich im Moment nichts verbessern. Bei NATO kann ich im Moment auch nichts verbessern. Ja. Okay, und bei meinem O kann ich allerdings was verbessern. Habe aber keine Mods dafür. Mit dem entsprechenden Zeichen. Genau. Ja. Dann gehen wir hier raus.
und widmen uns gleich wieder der Sternenkarte. Ja, uns werden hier zum einen Eurasien empfohlen, Lith, und überfalle das Korpuslager, und ich werde mir hier das Korpuslager auswählen. Mal sehen, ob wir hier mit einem weiteren Spieler zusammenkommen. Ich glaube es gerade nicht. Genau, wir spielen jetzt wieder alleine. Ja, und schon sind wir auf dem Weg. Ja, dauert gerade ein bisschen, aber mal sehen, was uns da so erwartet. Boah. Dauert anscheinend ein bisschen. Ich frage mich gerade, ob das Level so massiv ist oder so groß. So, wir springen hier ab. In, wie uns schon angekündigt wurde, Schneeregion. Several rich supply caches. Raid the caches and take what you need. This outpost belongs to the Corpus, a secretive but extremely powerful merchant cult known to be working with the Grineer. Darvo will fill you in. Legions of robots, mindless automatons, freaking lasers. These guys are bad news, but they're also loaded, which is why you're here. So, uns werden hier mehrere Checkpunkte angezeigt. Und was mir letztes Mal aufgefallen ist, ist, dass die zweite Fähigkeit, dass ich da anscheinend Zugriff habe. Ich weiß nicht, was es ist, ich probiere es jetzt mal aus. Ah, okay, alles klar. Wahrscheinlich, wenn ich umzingelt bin. Aber das sehen wir dann erstmal. Okay, hier gibt es soweit nichts. Ich kann hier nur Credits sammeln bis jetzt. Bin mir nicht sicher, ob das so klug war, da es ja explosiv ist. Okay. Bis jetzt stehen wir keinen Gegnern gegenüber. Sammeln Rubedo. Ja, genau, bis jetzt ist alles ziemlich ruhig. Alles klar, also man kann, wir können auch langsamer werden über so ein explosives Fass. Aber alles klar, dann weiter hier im Kontext.
Okay, also dieser Gegner war jetzt nicht gerade sehr intelligent, also die KI zumindest. Alles klar. Also der Bo wirkt hier eindeutig besser als meine Waffe. Keep moving, there is more here. Die Gegner sind mit einem. The God is not exactly beacons of moral fortitude either. They sell anything to anyone. Don't get me wrong, I like profits. A lot. But I don't sell my wares to the damned grenier. That's unforgivable. Ja, also mit einem Schlag unseres Bos funktioniert das anscheinend besser als mit der Waffe hier. Alles klar, war gerade nicht so gut. Ich mache ein bisschen Slow Motion. Aber schränkt uns nicht zu sehr ein, da wir jetzt hier nicht mit großen Gegnerströmen kämpfen müssen. Aber wenigstens stehen wir mal einem anderen Gegnertyp gegenüber. Wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Ja, und wir machen uns auf den Weg. Ah, okay. So, und hier bekommen wir ein Trommelmagazin. So, und wir wenden uns hiermit, schauen wir noch schnell, ob es hier noch irgendwo weitergeht. Kontrollpunkt, aber hier können wir nichts tun. Außer hier diese...
Außer hier wieder Rohstoffe sammeln. Okay, das war jetzt gerade wieder nicht so schlau. Okay. Genau, und damit wenden wir uns mal den anderen beiden Zielpunkten zu. Ach was. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen... Oh, ich bin zum ersten Mal gestorben, ja. Ja, also anscheinend kostet das Erfahrung. Ich bin jetzt wieder im Game. Oh ja, ich finde mich hier ziemlich unter Beschuss. Aha, also diese Roboter reparieren sich. Ich dachte mir schon, was dieses Zeichen zu bedeuten hat. Also wenn sie tot sind, bringt das mit dem Helm nichts mehr. Und ich muss hier mal schnell die Drohne. Okay, das kann ich ja nicht tun. Ja. Also ich meine Schilde wieder aufladen müssen. Ist gerade ein bisschen brenzlig. Klar, so. Damit hätten wir wieder eine neue Mod. Ich glaube, damit haben wir es gerade geschafft. Okay, nein, ich höre immer noch was. Ich würde nur gerne wissen, wie ich das gerade gemacht habe. Was ihr gerade gesehen habt. Also ich bin mit den Bewegungen hier noch nicht so vertraut und kann sie auch nicht so gewollt einsetzen. Doors are locked. Time to break in. Ja. Alles klar,
So. Diese Fähigkeit hätten wir dann auch die anderen zwei ausgeschaltet. Ja, wo ich hier hin muss, schauen wir mal, was bei diesem Tor so... was es hier so gibt. Also hier am Boden liegt nichts rum. Finde eine Konsole zum Hacken. Ja, hier nichts mit Konsolen, die ich hacken kann. Leider. Vielleicht gibt es die auch hier, aber nein. Ja. Hier finden sich Wege. Alles klar, hier kann ich nicht durchbrechen. Ja, aber okay. Sind verriegelt auch hier. Alles klar. Bringt alles nichts. Ich muss diese Konsole finden. Wo könnte diese Konsole wohl sein? Müssen wir wohl zurück. Ja, also wie ihr seht, dieses Fass hat mich gerade getötet und ich muss mich hier wieder beleben lassen. Also diese explosiven Fässer sind überhaupt nicht gut. Für mich, ja. Ich denke, ich muss zu dieser einen Steuerkonsole, die wir vorher gesehen haben, wo der Name drüber stand. Ah, okay. Also hier geht's auch schon nicht weiter. Also ist ein bisschen schwierig, weil ich hier ein bisschen verloren rumlaufe. Ja. Anscheinend haben wir hier eine andere Tür gefunden und wir haben hier eine Steuerkonsole. Ja, war. Override successful. Let's get going. Ja, war dieses Mal ein anderer Mechanismus, um hier die Alarme oder den Alarm zurückzusetzen. Genau, und wir nehmen hier uns alles, was wir brauchen. Ja. Also wie ihr seht, sind hier... Oh, ich wollte diese Fähigkeit nicht zünden. Ich wollte hier eigentlich... auf die kleinen, auf die Lato wechseln.
Oh. Alles klar, hier ist ein, ist eine Drohne. Genau, die Drohne haben wir ausgeschaltet. Oh, wir haben hier schon wieder einen hinter uns. Alles klar, ich habe eine neue Fähigkeit entdeckt, gar nicht so uncool ist, aber uns läuft hier jemand hinterher. Hier ist noch ein Roboter. Und genau, dieser eine. Das war's dann. Hier vorerst. Und wir marschieren weiter. Genau, und hier nochmal. Okay. Ja, mein Freund sucht sich hier einen anderen Standpunkt. Ja, ich möchte inzwischen immer noch... immer noch rausfinden, wie ich hier die Later benutzen kann. Da muss ich wohl oder übel einmal nachsehen. Oh! Das geht hier natürlich nicht. Ach, nicht schon wieder hier. Und noch ein Roboter. Also ich glaube, ich bin hier ein bisschen zu langsam. Weil hier sonst nicht die Alarme oder der Alarm ausgelöst werden würde. Ich schaue hier schnell mal nach, wie ich denn die hier meine Sekundärwaffe ziehen kann. Maustaste 3, alles klar, solange dies stimmt. Das Sekundärfeuer. Also ich habe keine Ahnung. Ich schnappe mir hier noch die Energie. Hier die Energie und widme mich hier meinem Freund. Also ich meinen Freund hier immer ein bisschen versteckt, ja. Ich hacke hier nochmal die Steuerkonsole gleich, nachdem ich hier nochmal Tastaturbelegung angesehen habe. Sekundärfeuer. Ja. Das ist es auch. Diese Taste. Nein. Um...
Waffe zielen, Sprintrolle, Sprinten, Nahkampfangriff, Fähigkeit A, bla 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 bla. Ja, ich habe hier noch gerade keine Ahnung. Ich hacke aber schnell wieder den Alarm. Die Abriegelung. Override complete. Alles klar, wir haben hier wieder den Alarm gehackt und bewegen uns jetzt schnell vorwärts. In der Hoffnung, dass wir hier nicht allzu lange aufgehalten werden oder auch gar nicht. Genau, und widmen uns damit hier diesen beiden Punkten und wir werden gerade angegriffen hier. Alarms have been reset. Werden wir von dem Geschützturm angegriffen. Als auch von diesen Robotern. Ja, noch ein Gegner. Plündern hier noch die Spins. Ebenso hier. Also wie ihr seht, ich rede nicht allzu viel, denn naja, so viele Möglichkeiten gibt es hier nicht, was man dementsprechend tun kann. Also ich höre hier schon wieder. Genau, der nächste. Aber wie man sieht, ist meine Waffe jetzt doch durchaus schon ein bisschen schwach für diese Gegner. Wir bekommen hier keine Ressourcen auf, wenn wir auf diesen Roboter, diesen MOBA einschießen. Ja. Wir bekommen hier eine Detonitampulle. Oh ja. Ganz toll. Also wir haben hier schon wieder den Alarm ausgelöst. Ja, das muss jetzt gerade schnell gehen. So. Also wir werden hier von der anderen Seite aus beschossen. Ja, hier unten befindet sich auch noch ein Gegner.
Ja, wir brauchen hier leider gerade ein bisschen Schutz. Es sind auch einige Gegner. Ja, wir haben hier gerade einen Gegner verkloppt. Wir springen hier gerade nochmal hier hoch. So. Haben gerade diesen Gegner auch. Okay, der Gegner scheint hier unter uns zu sein, ja. Wie diese Momente immer zustande kommen, weiß ich nicht. Die scheinen ein wenig willkürlich zu sein und hier ist eine Bombe gelegt worden oder gesetzt worden. Hier ist noch eine Bombe im Umlauf. So, wir sollen hier... Ja! Und der dritte Gegner. So, wir haben hier diese drei Gegner aus dem Verkehr gezogen. Ja, dementsprechend ist es hier jetzt wieder ruhig und ich muss jetzt ganz schnell... ...den Alarm... We've been locked out. Let's override the security. Ja. Breach complete. We're free to proceed. So. So, ja. Also wir können jetzt frei... So. Ja, wir haben ja einen Gegner platt gemacht. Den nächsten haben wir verprügelt und ja, wir müssen jetzt eigentlich schauen, wo es hier weitergeht. Genau, und wir steigen in den Lift. Ja, scheint ein ziemlich großes Level zu sein. Bei dem man von allen möglichen Seiten beschossen wird. Okay, jetzt habe ich aus irgendeinem Grund... in der Hand. Obwohl ich hier nicht genau verstanden habe, was ich gemacht habe. Alarms reset. Jetzt habe ich auch einfach keine Munition mehr, das kann gut sein. You have murdered my sons and disgraced me before my queens. But soon, the Ascaris will complete its task and bring you to me. Alles klar, so. Ich habe jetzt hier gerade nicht so auf meinen Opa hier geachtet, weil ich hier ja voll im Nahkampf beschäftigt bin. So, wir sind hier runtergesprungen. War nicht ganz ungefährlich. Ja.
Wir haben hier Gegner immer von allen Seiten. Wir können nun hier rein. Ich bin mir immer noch nicht bewusst, wie ich hier gewechselt habe auf diese, auf meine Sekundärwaffe. Sehen wir mal, ob wir den so leise ausschalten können. Ja. Das hat geklappt. So, wir müssen hier aber... Aber auch zum Checkpunkt, das dürfen wir nicht vergessen. Also ist ein sehr weitläufiges Level. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich hier alles abdecke. Aber vielleicht soll das auch gar nicht unbedingt so sein. Genau, so, wir gehen durch dieses Tor. Ist alles schön blau hier. Kontrollpunkt, ist klar. Ich bewege mich hier gerade nicht so Ninja-mäßig. Aber gut. Genau, wir werden hier auch schon wieder angegriffen. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Der Moor ist auch auf den Boden gesunken. Ja, ich würde eigentlich gerne wieder meine Primärwaffe hernehmen. Scheint hier aber gerade irgendwie nicht zu funktionieren. Tja, muss ich dann wohl mal für mich alleine checken. Wieder nachladen in den ungünstigsten Momenten. Ja. Alles klar, den hat's zerbröselt. So. Ja, das mit dem Rutschen habe ich hier noch nicht so ganz drauf. Aber vielleicht wird das noch. So.
Alles klar. Zumindest habe ich jetzt eine Bewegung oder weiß, wie eine Bewegung hier funktioniert. Ja, wir sind hier am nächsten Checkpunkt und haben die nächste Beutekiste gekrallt. Damit haben wir 3 von 3. Und ich denke, wir sollen zum Schiff. And rendered your lotus mute. You will return to me over your own free will. Und ich würde gerne diesen Gegner, aber okay. Ja, sind gerade wieder einige Gegner. War hier nicht noch ein Gegner, aber wir müssen hier zum Schiff. Was hier aber gerade von den Gegnern hier gut abgewehrt wird. Muss ich sagen. Das war gerade knapp. Ja, ich prügel hier ein, auf diesen Moor ein. So. Nein, das sind noch nicht alle Gegner. Immer noch nicht. So. Ich bin hier der Todesengel. Es scheinen hier aber immer noch mehr Gegner zu kommen, deswegen kümmere ich mich jetzt hier mal schnell um den Alarm. Alarms reset. Aber ich sehe gerade keinen Gegner, dann sehen wir zu, dass wir zum Schiff kommen. Ja. Ja, das sind hier gerade wieder einige Gegner. Ja, mit meinen Fähigkeiten kann ich hier gerade nichts machen. Ich hier gerade wieder hart unter Beschuss. Ich hoffe, das waren jetzt wieder alle Gegner. Und ich muss den Alarm nochmal zurücksetzen. Okay, hat gerade nicht funktioniert, so, aber jetzt. So. Alarms have been reset. So. Ich kümmere mich hier nochmal schnell um diesen Freund hier. Ah. Die Rolle funktioniert anscheinend, wenn man die Tasten Shift und in die Richtungstaste gleichzeitig drückt. War mir bis jetzt auch noch nicht bewusst.
Ja, aber wir scheinen hier das Level gleich abgeschlossen zu haben. Wie gesagt, ziemlich groß hier. Level. Dort unten warten aber auch schon Gegner. Und wir schauen hier, dass wir schnell reinkommen und diese von hinten ranbekommen. Ja, okay. Zumindest ihn, ja. Zumindest hier ihn. Also zum Schießen, zum Erschießen sind die Moa hier nicht gedacht. Eher schon die menschlichen, naja, fast menschlichen Gegner. Denn hier ist eigentlich ziemlich alles maschinell oder ziemlich roboterlastig. Bin mir gerade nicht sicher, ob noch ein Gegner im Raum ist, ja. Ist noch ein Gegner im Raum? Alles klar, so. Das war's auch mit diesem Gegner. Hier befindet sich auch noch jemand. Hier aber nicht. Ah, aber er weiß, dass wir da sind. Alles klar. Okay, die Rolle funktioniert hier gerade nicht. Wir laufen hier ganz schnell zu unserem Schiff zurück. Wir haben das Level hiermit beendet. Hat ein wenig gedauert an dieser Stelle, aber... naja. Ja, ich hoffe, ich habe im nächsten Let's Play wieder herausgefunden, wie ich meine Primärwaffe nutzen kann. Und dementsprechend... auch ein bisschen mehr meine Fähigkeiten hier im Nahkampf nutzen kann. Und damit sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr wollt auch mal mit mir zusammen spielen. Würde mir sehr Spaß machen. Das war's von mir für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Eubanks.